Guten Tag. Es tut mir schon fast leid, dass ich wieder ein RMF-Charger-Video hochladen muss, aber es muss wirklich sein. Hintergrundgeschichte dazu ist folgende. Ja, also den besten RMF-Charger, in Anführungszeichen, den ich bis jetzt hingekriegt hatte, der hatte ein 18,5 Volt Laptop-Netzteil mit 3,5 Ampere und hat am Output, wenn er eine 12 Volt Batterie geladen hat, in der Spitze knapp 8 Ampere, also 7,5 Ampere rausgehauen. Na, also aus einem Netzteil, was angeblich nur 3,5 Ampere kann, hat das Ding ist doppelt rausgehauen. Ja. Ich habe so ein Ding aber leider nie wieder hinbekommen. Ne, das ist der berühmt-berüchtigte Tiger-RMF-Charger. Der war in so einer Militärverbandsbox eingebaut, also richtig robust gehalten. Und der war eigentlich für Tim und Tom gedacht. Also zwei Kumpels von mir, die in der Landwirtschaft arbeiten, immer mit riesengroßen Batterien zu tun haben. Und das Ding hat aber so gut funktioniert, dass der Steffen aus Köln, ne, der für Cobra 11 hier solche Akkus regeneriert, ne, damit die auf dem Set ihre großen Monitore laufen lassen können, der war da sehr interessiert dran gewesen und hat den sich mal ausgeliehen. Ja, und das war jetzt schon über ein Jahr her. Und der Tim und Tom wollten jetzt ihren Tiger wieder haben. Aber der Steffen aus Köln, der hat sich auch extrem verliebt in diesen drei krassen RMF-Charger. Und ach, ja, jetzt haben wir nur einen so einen RMF-Charger. Und mindestens zwei Parteien, die den unbedingt brauchen. Ja, habe ich mich mal wieder rangemacht und habe mal versucht, so nach dem, was ich mich, also wie ich mich daran erinnern kann, den gebaut zu haben, habe da mal noch so einen kopiert. So, und was ist jetzt hier dran anders als an den ganzen anderen RMF-Chargern? Normalerweise bin ich immer hergegangen, wartet mal kurz, ich mache mir das Pietschen aus hier. Die, ja, ja, das nervt die ja, wenn ich das denen erzähle, ne? Okay. Normalerweise habe ich es immer so gehandhabt, pro Volt, ne, was so eine Batterie hat, die ich laden will, ungefähr eine Windung auf den Charger drauf. Der hier ist jetzt für maximal 10 Ampere ausgelegt und na, hier ungefähr 1er Draht als Power und 0,8er als Trigger. Na, und ja, das war ungefähr das Verhältnis, wie ich das bisher immer gemacht habe. Bei dem Tiger RMF Charger, ja, hatte ich ungefähr auch so einen Verritt gehabt. Habe mit 5 Ampere gerechnet, habe aber den Draht viel dünner gemacht. Ja, also da kann ich mich erinnern, da hatte ich am Anfang, ich glaube, 0,6er und 0,4er, also 0,6er Power und 0,4er Trigger drauf. Und der 0,6er ist dann im Hochlastbetrieb, also wenn 7 Ampere drüber gegangen sind, über diesen 0,6 Quadratmillimeter Durchmesserdraht, dann hat es mir die Isolierung von dem Draht runtergebrannt. Ne? Hab dann später nochmal einen dickeren Draht drauf gemacht. Aber der Unterschied zu diesem war jetzt gewesen, dass ich mehr Windungen drauf gemacht habe und eben auch nicht ganz so dicken Draht. Ne? Und das habe ich jetzt hier mal so ähnlich gemacht. Das ist jetzt ein Netzteil, was 30 Volt liefert, hier unten dran. Das ist von so einem Drucker, das Netzteil, 30 Volt. Und ich dürfte hier mehr als 30 Windungen drauf haben, vielleicht so 40 Windungen. Und bin an der Powerseite mit 0,4er Draht rangegangen und die Triggerseite ist 0,3er Draht. Ja, und zwar aus diesem Grunde, weil hier hinten auf dem Netzteil nämlich drauf steht, seht ihr das so halbwegs? 30 Volt, 0,8 Ampere am Output. Ne, Input 100 bis 240 Volt, 0,6 Ampere sollte es liefern und dann am Output sollte es aber nur 30 Volt und 0,8 Ampere schaffen. Ne? Gehen wir davon erstmal aus. Ne, mit den 0,8 Ampere habe ich gerechnet, deshalb habe ich ja auch nur 0,4er Draht genommen. Ne, das ist schon ziemlich an der Kotzgrenze, wenn man da so 1 Ampere drüber schicken will über 0,4er Draht. Ja, und dann bin ich dahergegangen und habe das halt ausprobiert. Ne?
50 Ohm Vorwiderstand und Tipp 41C ist der Transistor. Am Input noch einen 1000 Mikrofarad 35 Volt Kondi. Ja, und das war es eigentlich gewesen. Unsere Batterien sind jetzt bei 24,6 Volt. Hier sind sie bei 24,3 Volt direkt dran. Aber das Interessante kommt ja jetzt. Wenn dieses kleine 30 Volt 0,8 Ampere Netzteil nämlich läuft und in den RMF-Charger dann reinpumpt, dann bin ich hier bei 2,13 Ampere. 2,14, das steigt jetzt langsam. Ne? Also die, ich sage mal, der RMF-Charger frisst sich voll mit der Zeit. Ne? Wenn ich jetzt noch 10 Minuten warte, sind wir ungefähr bei 2,36 Ampere. Hatte ich hier in der Spitze schon gemessen. Aber das habe ich schon Hammer gefunden. Ne? Da ist der jetzt noch mal ein Stück besser als der Tiger RMF. Und ich weiß gar nicht so richtig, naja gut, doch, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, den Ferrit viel größer genommen. Ja, also größeren Ferrit und dünneren Draht mit mehr Windungen. Ja, Falco, kannst dich erinnern, ne, als wir deinen RMF gewickelt haben und die Eddy gemaunzt hat, dass ich die vielen Windungen auf deinem RMF drauf lassen soll, der jetzt so gut funktioniert? Ja, okay, also doch ein paar Windungen mehr drauf machen. Ne? Ja. Habe ich wieder viel mehr Arbeit, wenn ich demnächst RMF-Charger bauen soll. Ach, Mist. Na gut, aber wenn es besser funktioniert, ist ja gar nicht verkehrt. Ja, gut. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Na, bis später. Okay, wir wollen mal noch fair sein und mal die Wattzahl überprüfen, was das Netzteil jetzt wirklich an Watt zieht. Also jetzt sind wir im Betrieb bei, pendeln wir zwischen 216 Watt und 218 Watt, gell? So, und wir haben ausgeschaltet und jetzt sind wir noch bei 142 Watt. Das ist eine Differenz von